Hey, hey, ich bin Rick von Emotion Bulk und in dem heutigen Video geht es wieder um Suron, diesmal um die Suron Light B. Und ja, viele coole Parts, die ihr in eure Suron verbauen könnt. Und davon wollen wir euch mal einige heute vorstellen. Los geht's! Der erste Part, die Stützstrebe für die Light B. Eins der meistgekauftesten Produkte und auch ja, jeder, der bei uns eigentlich ist, eine Probefahrt macht und eine Light B kauft, kriegt das eigentlich aufs Auge gedrückt. Ist zur Versteifung der Fußrasten halter, bedeutet bei Stürzen, wenn das Bike umfällt, können die nicht so schnell wegbrechen. Also damit kann es eigentlich gar nicht mehr passieren. Gerade die im Offroad-Einsatz sind, auch Sprünge machen, must have, definitiv. Der zweite Part, das sind die MX-Fußrasten. Wie ihr sehen könnt, diese Fußrasten haben eine deutlich breitere Auflagefläche, wo sich das Körpergewicht, gerade wenn ihr beim Fahren steht, besser verteilen kann, ja. Und ja, und deutlich griffiger mit Spikes oben drauf. Die könnt ihr auch austauschen, falls mal ein Spike irgendwie kaputt geht. Die kann man rausschrauben. Und die machen absolut Sinn, wenn ihr ins Gelände geht, wenn ihr Offroad auch fahren wollt. Und das Schöne ist, die gibt es in verschiedenen Farben. Damit könnt ihr auch gleich euer Bike farblich so ein bisschen individualisieren. Part Nummer 3, das ist die Lampe von Supernova. Da gibt es insgesamt zwei verschiedene. Die bekommt ihr als Plug-and-Play-Version, weil hier diese Anschlüsse passen natürlich nicht an die Light B. Und die macht halt ein richtig, richtig geiles Licht. Und diejenigen, die unsere Videos kennen, wissen, Supernova bin ich von überzeugt. Passt sehr gut zur Light B. Und wenn man mal schaut hier, nicht nur geiles Licht, sondern auch super klein, dezent und halt richtig hochwertig verarbeitet. Part Nummer 4. Dieses kleine Teil hier. Die Kollegen sagen gerne das Kondom für die Light B. Das ist ein Überzug für die, damit die nicht dreckig wird im Gelände, auf der Straße. Ja, wenn die Straße nass ist, haben wir natürlich auch den ganzen Dreck, was durch die Gegend fliegt. Das schmutzige Wasser und hiermit wird das Federbein schön geschützt. Ja, und das Federbein hält einfach länger, ihr braucht es nicht so oft reinigen. Und das Tolle ist, der Überzug hat einen Klettverschluss. Das heißt, ihr braucht gar nichts auseinanderbauen, könnt ihn einfach nur drüber ziehen, festkletten und Abfahrt. Alle guten Dinge sind fünf. Der fünfte Part, das sind diese kleinen, tollen Blinker oder auch Fahrtrichtungsanzeiger genannt, LED-Technik. Und die sind viel, viel dezenter als, schaut mal her, so ein Originalblinker, ja. Also die Dinger machen optisch was her, haben ordentlich Licht, sind 12 Volt, sind Plug and Play, kann man also 1:1 umstecken und sehen deutlich dezenter aus. Da sind die Mini-Blinker, kann man vorne und auch hinten montieren. Part Nummer 6, eine aufgepolsterte Sitzbank. Die Originalsitzbank kennen, wissen, naja, wenn man länger drauf sitzt, kann das ein bisschen unbequem werden. Dann tut einem so ein bisschen der Hintern weh und damit kann man das erfolgreich vermeiden. Die ist einfach nur stärker aufgepolstert. Und ja, ideal für die, die mehr im Sitzen fahren als im Stehen oder halt auch längere Strecken zurücklegen wollen. Weiter geht's mit Nummer 7, der Minispiegel. Ihr braucht an der Light B, da sind wir in der 50 Kubikklasse, einen Spiegel auf der linken Seite. Würde reichen. Zwei seht ihr natürlich mehr. Wer nicht mit den originalen Mickey Mouse Ohren fahren möchte, kann sich auch so einen kleinen dezenten Spiegel anbauen. Sieht deutlich cooler aus. Nummer 8. Vernünftiger Pushen für eure Light B. Maxxis Reifen für zum einen eine richtig geile Optik, weil das halt ja, ein richtig schönes Stollenprofil hat. Und natürlich auch für alle die, die ins Gelände wollen, mehr Traktion wollen, im Vergleich zu der CSC Offroad Standardbereifung, bessere Wahl. Und auch von der Gummimischung her nochmal deutlich langlebiger. Das waren jetzt unsere 8 Must-Haves. Des Weiteren haben wir nochmal 1, 2, 3 Bonis. Ja. Boni 1. Ist der Lenker, ein höherer Lenker für die, die etwas größer sind oder halt auch im Stehen fahren wollen und nicht so weit vorgebeugt fahren möchten. Höherer Lenker bekommt ihr als Bundle mit einer Sitzbankerhöhung und gleichzeitig mit der Fußrastentieferlegung. Könnt ihr ein bisschen was sparen und habt da gleich alles drei dabei, was ihr für, ja, was wir für größere Fahrer benötigen. Bonusartikel 2 und 3 kann man super kombinieren. Nummer 2 wäre ein größeres Kettenblatt, wo ihr nochmal deutlich mehr Schub habt beim Beschleunigen. Im Gelände natürlich geil, natürlich auch auf Asphaltbelag, wenn ihr einfach schneller vom Stand kommen wollt. Also mehr Drehmoment. Dafür verändert sich zwar ein bisschen die Endgeschwindigkeit, die wird ein bisschen weniger, aber gerade im Gelände, im Aufräumansatz brauchen wir nicht diese hohe Geschwindigkeit.
und in Kombination mit einem kleinen Upgrade, was die Leistung anbelangt, nämlich hier den Torque-Controller. Der wird anstatt des X-Controllers montiert und damit habt ihr nochmal deutlich mehr Leistung. Ja? Größeres Kettenblatt und Torque-Controller mit Original-Akku macht schon mal richtig Spaß im Gelände. Ist natürlich nicht für die Straße zugelassen. Von daher nur Offroad benutzen. Das waren jetzt jede Menge coole Parts, die ihr in eurer Lightbee montieren könnt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das nächste Video, würde ich mal sagen, blenden wir hier mal ein. Geht um die Night Series. Könnt ihr auch gerne anschauen. Und damit würde ich sagen, wenn ihr noch Fragen habt, gerne nach unten in die Kommentare schreiben. Oder auch die Artikel können wir euch gerne unten in der Beschreibung verlinken. Dann könnt ihr direkt draufklicken und euch die Artikel nochmal anschauen. Ich sage Tschüss, bye bye und auf Wiedersehen.